again. Yo, was geht? Willkommen zu einem neuen Video in einem unbekannten Setting, meine Freunde. Ich bin gerade zu Hause, weil wir gleich noch einen extrem krassen Dreh haben. Und ich dachte mir, weil das letzte Video mit der Face-App so geisteskrank angekommen ist. Ne, Akani? Steckt dir aus dem Maul. Weil das letzte Video so gut angekommen ist, dachte ich, machen wir das Ganze nochmal. Es gibt nämlich noch ein wunderschönes Feature. Und zwar kann man zwei Gesichter zu einem verbinden. Das ist ein bisschen was anderes, weil die Person erstmal erwachsen aussieht. Und zweitens, da will ich Gestalten rauskommen, die einfach straight up aus der Hölle sind. Ich habe das gestern Abend mit Tobi gemacht. Also basically saßen wir beide im Bett und haben uns diese Bilder rumgeschickt. Und es war... Sagen wir mal... Ich würde absolut nicht, Tobi. Ich weiß auch nicht, warum du das sagst. Tobi hat mir ein paar Bilder rausgesucht von Leuten. Ich würde sagen, wir beginnen direkt. Wir haben wieder die deutsche Twitch A, B und C-Prominenz dabei. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Bild. Wir haben hier Anise Duck versus Pick from Gallery. Wir gehen einfach mal an der Stelle hin und nehmen hier den guten Rumatra einfach mal, oder? Wir schauen mal ganz kurz, wie das Bild von Rumatra und Anise Duck aussieht. Ich meine, all in all wird es jetzt... Dicker, wer ist sie denn? Alter, okay, wir machen das Ganze mal andersrum und schauen mal ganz kurz, wie das Gesicht von Roma... Ja gut, das hätte man sich... Alter, der sieht aus wie dieses Meme. Kennst du diesen Meme-Typen? Wie heißt denn der nochmal? Der seinen Ausweis zeigt in diesem Film. Schreib's mir in die... Big Dick... Lava 29. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, Leute, so viel zu Rumatra und Anise Duck. Ich würde sagen, wir gehen mal rein mit Gnu und... Inscope und Gnu. Alter, meinst du dann, weil das ja ein oben ohne Bild ist von Inscope? Meinst du dann ist Gnu einfach oben ohne? Okay, wir nehmen mal Gnu und Inscope. Schauen wir mal ganz kurz. Ich hoffe mal, ihr findet bei Inscope überhaupt das Face. Ja, also bei der Frau muss ich ganz ehrlich sagen, ja, süße. Schauen wir mal ganz kurz, wie es auf der anderen Seite aussieht. Alles klar, Digga. Kann man noch mehr wie ein Chat aussehen? Wirklich, das ist auf jeden Fall das... Wieso zeige ich das in die Kamera? Ihr seht die Bilder hier eingeblendet. Das ist Mira. Ach ja, stimmt. Kann man noch mehr wie ein Chat aussehen? Also wie so ein, weißt du, diese Chat-Face mit diesen Kieferknochen und sowas. Sehr, 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 sehr wild. Ich würde sagen, Trimax versus, auch wenn es schlimm ist wahrscheinlich, Trimax versus Papa Platte. Wir versuchen jetzt erstmal alles mit Trimax aus, weil Trimax ist halt auch ein Typ. Warte, erstmal ganz kurz gucken, wie Trimax in Fett aussieht. Ja, perfekt, Digga, das hätten wir an der Stelle dann schon mal. Trimax versus, wir nehmen Trimax versus Unge. Trimax und Unge, das kann ich mir richtig gut vorstellen, da sehe ich mich. Alter, what the f***? Warum sieht der aus wie ich? So ein bisschen, oder? Der sieht aus wie... Irgendwas hat der von mir, ich weiß aber nicht was. Oder findest du nicht, dass der... Nee, der erinnert mich an irgendwen anders. Okay, an wen? An Mark Forster oder so. Mark Forster? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was? Das sieht aus wie Mickey. Das sieht aus wie Mickey. Oh mein Gott, wenn Trimax und ein Kind hätten, wäre es einfach Mickey. Holy sch... Okay. Das ist gerade sehr, sehr verstörend. Trimax und... Ja, Trimax und Anise Duck. Ich glaube, das könnte funktionieren, oder? Anise Duck versus Trimax, ein weiblicher Trimax. Ja, also doch, süß, süß, süß. Sieht sehr jung aus, das sieht aus wie ein Kind. Versuchen wir es mal andersrum, wie es da aussieht. Digga! Bro! Bro! Also wenn die beiden irgendwann mal ein Geschwisterteil bekommen, was so aussieht... Dafür müssen sie erstmal... Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gerade gedacht habe. Okay, nehmen wir den guten Montana Belek. Montana Belek mit Papa Platte. Meinst du, das gibt was, Alter? Ich glaub's ja nicht, ey. Weiß ich jetzt auch nicht. Okay, Papa Platte. Digga, du hast auch das schlimmste Bild von Papa Platte genommen mal wieder, ne? Der hat auch keine normalen Bilder, wirklich. Es ist einfach nur schrecklich mit dem. Was, Bruder? Ey, ich schwöre, der sieht so asozial aus. Holy shit, wir haben den asozialsten Menschen der Welt erschaffen. Okay, wir switchen nochmal. Hä, sieht einfach aus wie Kevin. Wo ist denn da Monte drinne? Die Augenbrauen maximal, das war's. Nee, nicht mal das. Hä? Der Bart ist einfach nur... Es hat einfach nur den Bart entfernt. Bruder, what the f***? Aber, Digga, das ist auf jeden Fall ein sehr stabiler Assi, Alter. Also, das ist so ein Typ, Digga, der zieht dir auf jeden Fall dein Kaugummi-Geld. Kaugummi-Geld? Wer hat denn Geld für Kaugummis von seinen Eltern bekommen? Ich sehe Sascha unsympathisch. Ich sehe gar nichts. Und erstmal würde ich gerne einen fetten Sascha sehen. Das würde mich interessieren. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Sascha. Lass es niemals so weit kommen. Holy Scheiße. Sieht man damit alt aus, wenn man fett ist. Mach doch mal Sascha und dich. Sascha und ich? Digga, das könnte actually echt hässlich werden tatsächlich. Ja. Wieso hast du von mir so ein Scheißbild genommen? Das ist das Schönste von dir. Du dummes Arschloch. Das ist das Schönste von dir. Ja komm, ganz so schlimm.
Irgendwas stimmt da nicht. Hä? Das ist so ein Richter, sieht du aus sagst, wie so ein... Wenn du sagst, es ist ein Mensch, dann denkst du genau an dieses Bild, weißt du, wenn man allgemein sagt. Ja, das ist, das, man sagt einfach, das ist, stell dir einen weißen Dude vor, ja, so sieht das ja, aus. Genau. Genau das ist das, Digga, Prototyp weiß. Okay, wie sieht's andersrum aus? Kann ja nicht schlimm sein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Gott bewahre, nein, nein, oh nein, oh nein. Ich bin von Holland. Digga, er sieht wirklich aus wie so ein, ja, der sieht aus wie ein Holländer. Ja. Sieht einfach aus wie ein Holländer. Ich würde sagen, der heißt Martin. Ja, Martin ist ganz gut. Okay, nehmen wir Starlet Nova gemeinsam. Starlet Nova und unsympathisch. Ja, ja, bisschen natürlicher halt, ne? Einfach nur bisschen natürlicher. Andersrum, also ganz ehrlich, andersrum. Ja, weil, also... Der Prada-Model einfach. Digga, wirklich einfach Gucci-Prada-Model. Ja. Irgendwie sowas. Okay, Julian Bam mit einem Bart. Sieht aus wie ein Typ, der... Ein Bart hat. Okay, Julian Bam in Fett nochmal ganz kurz. Würde ich auch nochmal schnell sehen. Würde mich interessieren. Ach du Scheiße, Digga. Yo soy Pablo Emilio Escobar. Digga. Morphen wir mit Knossi, Alter. Mit Knossi. Das kann actually... Das, also da wird ja nichts Schlimmes bei rumkommen, oder? Ja, auf der Seite kann man sich eher nicht beschweren, muss ich sagen. Das ist, passt, das ja. passt, das passt. Wir gehen mal auf die andere Seite und schauen mal, wie es da aussieht. Oh mein Gott, ist das cursed. Ja. Oh mein Gott, ist das cursed. Dieses Grinsen, Alter. F***ing handsome Knossi, aber irgendwie ganz, ganz weird. Reef, natürlich, klar. Antonia gemeinsam mit Knossi, oder? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Antonia. Ich bin süßer. Antonia und Knossi. Das stellen sich auch viele Leute vor im Kopf. Nee? Nee. Alles klar. Dieses Foto ist auch das Standardbild von Reef, ne? Ach du Scheiße. Chris älter geworden. Ach du Scheiße, Digga. Das sieht aus wie jemand, der süchtig ist oder sowas, Alter. Mit 11 aber. Alter, hier wirklich, Junge. Schauen wir mal, wenn Antonia den Großteil reingibt. Also, Digga. Aber ich bin mir sicher, dass das Kind von den beiden schön wäre. Zum Beispiel der Sohn. Ich glaube, das würde wirklich funktionieren, Tobi, wenn ich ehrlich bin. Der Sohn? Ja, ich glaube, der Sohn, das funktioniert. Gut, Scheiß drauf, Digga. In Scope will man natürlich erstmal in Fett sehen. Der hat auch da ein sehr slimmes Face gehabt. Ach du Scheiße. Deadlift, Digga. Oh mein Gott, Digga, das ist aber ein richtiger Deadlift. Digga. Holy shit. Okay, in Scope gemeinsam mit... Ach, mit mir, da sehe ich mich. Also ich finde, ich glaube, das ist der Prototyp schöner Erwachsener. Ja, weiß ich jetzt nicht. Versuchen wir es mal andersrum, wenn ich den Großteil... Ja, ich glaube, das passt einfach auch irgendwo da nicht. Das ist dann irgendwo nicht passend. Versuchen wir es mal mit Unge. Ich glaube, Unge wertet halt alles eigentlich auf. So, wenn man ein bisschen Unge-Gene mit drin hat, oder? Ich glaube, das ist... ja, das ist, sieht immer noch aus wie Unge irgendwie. Ich weiß nicht genau, warum. Den Bart. Ja, ich glaube, das ist der Bart. Man kriegt das noch nicht weg. Aber jetzt, ganz ehrlich, das wird jetzt auf jeden Fall richtig, richtig nice, Digga. Hat sich einfach nichts geändert. Ich glaube, man kann Unge weg oder dazu nehmen. Es tut sich einfach nichts. Unge ist so nichts, nichts aussagen. No front. Wenn wir InScope mit InScope morphen, was passiert dann? Es sieht immer noch aus wie InScope, aber nicht mehr ganz aus wie InScope. Siehst du das? Ja. Irgendwas ist anders. Okay, letztes Mal würde ich sagen, InScope gemeinsam mit Montana Black, meine Freunde. Die absolute Todescombo. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Bitte schön, wir schauen rein. Oh, Digga, Marcel Eres Fitnessschläger, Alter. So sieht er aus, Junge. Und andersrum. Was, Bruder? Also ich glaube, Digga, ich glaube, du kannst... Du kannst wirklich... jedes Bild auf dieses Bild von Monte machen, Alter. Und es wird immer ein Assi. Ich glaube aber nicht, dass es an Monte liegt. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's für dieses wunderschöne Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.